Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Jugendberufsagentur wird vermutlich im Oktober an 4 Standorten starten. Dann wird sie in der Praxis beweisen müssen, was jetzt in vielen Konzepten und Papieren aufgeschrieben ist. Verehrte Frau Remlinger, verehrte Frau Becker, dann werden wir auch endlich wissen, worüber wir eigentlich reden. Dann wird sich zeigen in der Praxis, wie die Umsetzung funktioniert. Unser Antrag, den Sie abgelehnt haben, obwohl Sie ihn gut finden, beschreibt ganz genau, wie eine solche Jugendberufsagentur aussehen sollte, welche Kriterien notwendig sind. Wir haben ihn jetzt Ihnen überlassen. Sie können ihn als Handlungsleitfaden, glaube ich, noch ganz gut verwenden. Ansonsten denke ich, ist über die letzten 2 Jahre von allen bereits alles und das wiederholt zur Jugendberufsagentur gesagt worden, was man im Vorfeld einer solchen Umsetzung dazu sagen kann. Zuletzt hier im März in der Aktuellen Stunde über 50 Minuten. Ich denke, das brauchen wir jetzt heute nicht wiederholen. Es gibt nämlich keinen neuen Sachstand seitdem. Und nur weil der Koalition als Priorität nichts anderes eingefallen ist, wiederholen wir uns heute jetzt nicht. Danke. Danke.